Hallo meine Lieben, ich möchte heute mein Currently Reading abdrehen und deswegen sitze ich heute hier, wie ihr seht. Ich möchte ja so ein bisschen von diesem Ding wegkommen, dass ich ganz viele Bücher auf einmal lese. Das hatte ich, glaube ich, im März. Da habe ich 7 Bücher auf einmal gelesen und habe auch noch nebenbei Hörbücher gehört. Das Resultat war wirklich ernüchternd, weil am Ende des Tages habe ich in ganz viele Bücher reingelesen. Ich bin halt wirklich so jemand, der sehr ungeduldig ist und ich habe einfach so viele tolle Bücher auf meinem Sub, dass ich einfach alles auf einmal anfangen möchte. Und das Problem bei der ganzen Sache war dann im Endeffekt, dass ich überall reingelesen habe, aber nicht richtig Lust hatte, irgendwas davon zu Ende zu lesen. Und im Endeffekt sind diese Bücher wirklich angelesen und liegen hier rum und ich habe sie wirklich nicht zu Ende gelesen. Zum Beispiel Rise? Boah, jetzt habe ich sogar vergessen, wie es heißt. Von Pierce Brown das Buch, die Dystopie, die sich auf dem Mars abspielt. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht zu Ende gelesen, obwohl ich das Buch total gut fand soweit und ja, noch so ein paar andere Sachen. Und deswegen versuche ich mich jetzt einfach auf ja, 3 Bücher zu beschränken, beziehungsweise es sind gerade 4, aber das ja, erkläre ich gleich nochmal. Und bevor ich loslege mit dem Currently Reading, möchte ich noch mal ganz kurz was fragen. Also es ist so, dass ich in den letzten Tagen, ich habe so ein bisschen Bettruhe verordnet bekommen, nichts Schlimmes, aber es ist einfach so, dass ich zu Hause bin viel und erstmal nicht arbeiten soll für die nächsten 2 Wochen. Und ja, hatte ein bisschen Zeit und habe so ein paar Bücher, ich habe einige Bücher von mir auf jeden Fall sortiert. Keine Sorge, ich habe nicht viel getragen oder sowas, soll ich nämlich nicht. Aber ich habe dirigiert mehr oder weniger und habe ein paar Bücher aussortiert, die ich nicht mehr lesen werde, die mir so semi-gut gefallen haben. Und ich versuche mich gerade so von Büchern zu verabschieden und wirklich nur die Sachen zu behalten, die ich wirklich, wirklich toll finde. Und das macht mehr Sinn. Also mich hat das auch wirklich befreit. Auf jeden Fall sind diese Bücher noch nicht weg. Die befinden sich noch hier in diesem Haus. Und ich habe eine Umfrage gestern bei Instagram gemacht. Man muss dazu sagen, dass ich bei Instagram ganz, ganz wenig Follower habe, weil ich mich einfach auch nicht darum kümmere. Also ich bin wirklich so richtig Instagram-faul, muss man tatsächlich sagen. Ja, aber die Leute, die mir dann da zuschauen, haben für Ja gestimmt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich soll so ein Unhaul machen auf jeden Fall. Und ich habe da irgendwie nicht so richtig Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich habe oben im Dachboden oder auf dem Dachboden noch ein Regal, wo ich die Bücher jetzt erstmal sortieren werde und dann lasse ich ein paar Leute vorbeikommen, die die Bücher abholen, auf die sie Lust haben. Also ich wollte das wirklich so machen, dass ich erstmal Freunde und Bekannte und Verwandte einlade, die sich mal anschauen, welches Buch ihnen denn gefallen könnte und der Rest kommt dann einfach in die Stadtbücherei. Jetzt wollte ich aber einfach mal fragen, wie ich das Ganze drehen soll, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das anstellen soll. Ich weiß nicht, mir fällt das fast genauso schwer, wie das ganze Drehen von der Bookshelf-Tour. Naja, vielleicht hat der eine oder andere ja so einen Tipp, wie das am besten anschaulich gemacht wird oder ob ich einfach wirklich ganz normal, wie ich das immer mache, die Bücher in die Kamera zeige. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich das wirklich so ein bisschen als Vlog mache. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Präferenzen oder irgendwas, was euch eher gefällt. Oder ich mache es wirklich ganz standardmäßig und zeige die Bücher in die Kamera. Ich weiß nicht, welchen Mehrwert das halt für die Leute hat. Ich habe mir selber noch nie richtig an Haul-Videos angeguckt. Und vielleicht mache ich das auch, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber ich wollte euch erstmal fragen. Genau, und zu Instagram wollte ich sagen, dass ich da so ein bisschen meine Aktivität erhöhen möchte. Aber irgendwie, ich habe Instagram schon ewig lange und ich hatte mal eine Phase, wo ich ein eigenes, so eine eigene Website hatte oder so ein eigenes Online-Magazin, was ich immer noch habe, aber nicht mehr pflege und auch nicht mehr aktiv bin. Aber damals war das so, dass ich relativ viele Leser hatte und dann relativ viele Instagram-Follower und das ist aber auch schon echt ein paar Jahre her, also es war 2013. Dieser Kanal ist mittlerweile mein privater Instagram-Kanal. Und da mache ich jetzt auch nicht besonders viel, also den habe ich einfach, weil ich da nette Leute habe, die ich noch abonniert habe und mir das gerne anschaue. Und ansonsten habe ich halt diesen Kallis Books Instagram-Kanal noch und weiß wirklich nicht so richtig, wie ich so in Fahrt komme. Obwohl ich ja vom Prinzip verstehe, wie es funktioniert natürlich und es auch schon mal so hatte. Aber irgendwie, ja, ich frage mich, ist es euch wichtig? Guckt ihr euch eher nur die YouTube-Videos an? Also heute seht ihr, ich habe ein paar Fragen an euch. Es interessiert mich einfach. Ist es euch wichtig, dass Instagram auch gepflegt wird? Und ihr könnt mir natürlich dort gerne folgen und mir auch da weiter Tipps geben. Aber ich weiß auch nicht. Also ich werde den Kanal auf jeden Fall behalten. Ich finde den auch ganz
schön, weil ich mir selber gerne die Leute anschaue, vor allem die Bookstagram-Community, die sich da so tummelt. Das ist wirklich total interessant und ich mag die Stories gerne. Aber selber bin ich noch nicht so in Fahrt gekommen und überlege jetzt, ob ich das einfach mache. Ich bin einfach nicht konsequent genug, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag dann postet oder jeden Tag eine Story hochdreht oder sowas. Egal, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht, ohne dass ich irgendwas über das eigentliche Video gesagt habe. Ich fange einfach mal an. Wenn ihr Lust habt, sagt mir gerne, was ihr davon haltet und was ihr von Instagram haltet. Privat werde ich da nicht, das ist nicht mein Ding. Also wie gesagt, ich habe ja noch einen privaten Account, aber auch da mache ich jetzt nicht besonders viel, zumindest jetzt nicht mehr. Früher habe ich da viel mehr gemacht. Aber das geht ja um Bücher und wenn ihr da noch Lust habt, mehr über so Alltägliches zu erfahren und nicht immer nur über YouTube, sagt mir Bescheid und vielleicht kann ich das ja so ein bisschen ankurbeln. Also, naja, gut. Also, Frage hin oder her. Ich möchte jetzt einfach mal mit meinem Currently Reading beginnen. Und dann komme ich auch schon zu dem Grund, warum ich gerade 4 Bücher und nicht 3 lese, wie ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Es liegt nämlich daran, dass dieses Buch noch neben mir herdümpelt die ganze Zeit. Ich hatte ja schon in meinem Neuzugangsvideo erzählt, dass ich dieses Buch erworben habe. Und auf eine Empfehlung und schon fast zu Ende gelesen habe. Und das ist tatsächlich so. Ich habe, glaube ich, nur noch 20 Seiten oder sowas. Die würde ich eigentlich innerhalb von einer halben Stunde zu Ende lesen. Ich kann mich nicht dazu ermutigen, es weiterzulesen gerade. Und das Schlimme ist, dass es kein schreckliches Buch ist. Es soll eigentlich inspirierend sein, aber ich glaube, das Gefühl ist bei mir so ein bisschen das, dass es eben nicht inspiriert, sondern dass es mich ein bisschen runterzieht. Auf eine ganz subtile Art und Weise. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht die Intention dieses Buches. Also ich kann euch mal kurz erzählen, worum es geht. Wir haben hier einen in die Jahre gekommenen Mann. Ich glaube, er ist 72 Jahre alt und möchte bald in Rente gehen, ist Therapeut, Psychologe und ja, macht das Ganze schon seit vielen Jahren, ist aber auch nicht besonders leidenschaftlich dabei, ist eher so genervt, kann es kaum abwarten, endlich in Rente zu gehen. Und auch sonst ist sein Leben ziemlich trist. Also es ist schon so, dass er es nie geschafft hat, irgendwelche Beziehungen zu Menschen zu pflegen. Und er hat wirklich ein sehr deprimierendes Dasein, was er sich selber erschaffen hat. Also es ist nicht so, dass er von irgendeiner Krankheit dahin gerafft wurde oder sowas. Also das erfahren wir zumindest nicht. Oder dass es ist, glaube ich, wirklich selbstverschuldet komplett, dass die Leute oder dass er keine Menschen um sich herum hat, die ihm auch hier Glück und Liebe bescheren im Endeffekt. Und ja, bis er eines Tages eine Patientin bekommt namens Agathe, die selber an einer sehr schlimmen Depression leidet, bis hin zu Suizidgedanken. Und das ist die Handlung dieses sehr, sehr dünnen Buches, wie ihr seht. Ja, und irgendwie komme ich den beiden Charakteren einfach nicht nah. Ich komme weder dem Therapeuten irgendwie nah, noch wird er mir irgendwie... Er ist mir nicht unsympathisch, er ist mir aber auch nicht sympathisch. Also, und genau dasselbe habe ich auch für Agathe übrig. Sie sind mir beide egal. Und das ist wahrscheinlich der Grund, jetzt wo ich es ausspreche, dass ich dieses Buch noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich habe aber im Vorfeld schon so viel Gutes gehört. Und es ist halt auch so, dass man sich da die ein oder andere Weisheit rauspicken kann. Aber es ist auch nichts, was ich schon noch nicht gehört habe und was mich vielleicht in anderen Büchern noch mehr begeistert hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch auf Instagram mal gefragt und da hat ein, zwei Meinungen, die sich mit meiner total decken und das genauso empfinden. Deswegen, dieses Buch dümpelt noch rum, also zählt es gerade gar nicht so wirklich zu meinen Currently Readings. Ich werde es wirklich, glaube ich, jetzt heute oder morgen zu Ende lesen, um es einfach abzuschließen. Aber ja, ich hoffe, vielleicht ändert sich da noch meine Meinung auf die letzten 20 Seiten. Ich denke es aber nicht. Und jetzt komme ich zu den 3 Büchern, die ich gerade lese und sehr genieße. Und da haben wir zum einen den 2. Teil der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Ich habe ja auf Empfehlung von der lieben Claudia angefangen, Nevermore zu lesen. Claudia von Beauty Butterflies, den Kanal verlinke ich natürlich wie immer unten. Wir haben den ersten Teil in der Leserunde gelesen. Und die Mädels haben dann beschlossen, dass sie den 2. Teil erst später lesen wollen, weil es keinen 3. Teil gibt zurzeit. Und weil die Schriftstellerin gesagt hat, dass es mehrere Teile geben wird. Ich glaube, es war von 8 die Rede. Ob das jetzt tatsächlich ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Fehlinformation. Aber es gibt halt nur diese beiden Teile bis jetzt. Und die anderen Mädels waren auch schwer begeistert von dem Buch, soweit ich das aus unseren Sprachnachrichten heraus erkennen kann. Haben aber beschlossen, erstmal abzuwarten. Ich bin natürlich nicht bekannt für meine Geduld, das habe ich ja schon, glaube ich, das ein oder andere Mal erzählt und schaffe es jetzt nicht darauf zu warten, dass vielleicht ein Erscheinungsdatum fürs 3. Buch kommt und deswegen lese ich gerade den 2. Teil von Nevermore
Und ich bin so begeistert. Also ich glaube, das Gefühl hatte ich seit Harry Potter nicht mehr, zumindest in diesem Genre. Es macht mich einfach richtig, richtig glücklich. Und ich habe schon Claudia gesagt, ich bin dir ewig dankbar dafür, dass es dazu gekommen ist, dieses Buch zu lesen. Wahrscheinlich hätte ich es sonst einfach nicht gemacht, einfach weil es so eine Fülle an Büchern gibt und man stößt halt nicht immer auf das, was einem dann wirklich zu oder zusagt, ne? Und ja, das war auch hier der Fall. Und ja, ich kann euch mal ganz kurz erzählen, worum es in dem ersten Teil geht. Ich werde ausführlich über Nevermore, den ersten Teil in meinem Lesemonat Mai sprechen, weil wir das Buch in der ersten Woche vom Mai beendet haben. Und da werde ich euch nochmal richtig erzählen, worum es geht. Und ich möchte auch unbedingt, glaube ich, nochmal ein Special dazu machen, weil ich das Buch so liebe jetzt schon. Und auch das zweite Buch enttäuscht mich soweit nicht. Wir haben eine Protagonistin, die einfach so sympathisch ist. Morrigan ist ihr Name. Sie lebt in einer fantastischen Welt. Also ja, und in dieser Welt gibt es die sogenannten verfluchten Kinder, die bis zu ihrem 11. Lebensjahr leben und dann halt wegen diesem Fluch sterben. Und ja, und sie werden halt als Sündenbock für alles Mögliche dargestellt. Dadurch, dass sie verflucht sind, geht die Gesellschaft auch davon aus, dass alles, was drumherum passiert, wegen diesen verfluchten Kindern ist. Also ob es jetzt ein Gewitter ist, ob ein, ja, keine Ahnung, ein Hund, weiß ich nicht, jemanden beißt oder ihr wisst, was ich meine. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Form schiefläuft, ob die Suppe versalzen ist, diese verfluchten Kinder sind schuld. Morrigan gehört halt zu diesen verfluchten Kindern und weiß, dass sie in ihrem 11. Geburtstag sterben wird. Und dann taucht an dem Abend ihres Geburtstags Jupiter auf. Und ja, und dann verändert sich alles. Und ich kann nur sagen, die Reise ist so fantastisch und so toll. Ich habe euch jetzt wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Anriss von dem Buch gegeben. Mehr kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Zum zweiten Teil kann ich sowieso nicht viel sagen, weil ja, das ist dann wirklich, wäre so null spoilerfrei. Aber wie gesagt, ich werde noch mal im Lesemonat über den ersten Teil sprechen. Und ja, falls der eine oder andere das gelesen hat, erzählt mir darüber. Ich meine, der liebe Dirk hat das schon mal gelesen und fand es richtig, richtig gut. Kann das sein? Wenn ja, ja, ich glaube, das war so. Ich glaube, du hast mir das schon mal in einem Kommentar geschrieben. Genau, und dann mache ich jetzt mal nahtlos weiter. Und zwar geht es um ein Buch, was ich mit derselben Lesegruppe lese. Das ist von Maureen Johnson, die Ellingham Academy. Und ja, ich bin auch hier total von den Socken irgendwie. Das ist tatsächlich ein Buch, wozu ich nicht gegriffen hätte von selber. Also ich hätte nicht einfach da gestanden und gesagt, ja, das spricht mich irgendwie an, machen wir uns nichts vor, ich mache mir ja sonst nichts aus Covern, aber trotzdem greift man ja eher zu den Büchern, die einem empfohlen wurden oder wo das Cover einem ins Auge springt in irgendeiner Form. Hier wäre es so gewesen, dass mir weder das Cover ins Auge springt, noch dass ich den Text, den Klappentext irgendwie besonders gefunden hätte, weil er einfach so ein bisschen 0815 klingt. Wenn man das Buch aber anfängt zu lesen, ist es überhaupt nicht so. Es ist ein wirklich cooles Jugendbuch soweit. Wir sind jetzt gerade erst beim zweiten Abschnitt, deswegen kann ich da auch noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich kann schon mal sagen, dass ich die Atmosphäre toll finde, ich finde die Szenerie toll, ich finde die Charaktere soweit ganz cool. Es macht mir richtig Spaß, das Buch zu lesen und ich kann es kaum abwarten, den nächsten Abschnitt zu lesen. Auch hier haben wir eine Protagonistin, die sich Stevie Bell nennt und Stevie Bell scheint irgendwie sehr intelligent zu sein. Und ja, interessiert sich extrem für Sherlock Holmes und Agatha Christie und solche Sachen. Also sie ist so eine super Detektivin. Und sie kommt auf eine Akademie namens Ellingham Academy. Und das ist eine Schule für sehr spezielle, ja, Jugendliche, die verschiedene Begabungen haben. Also es gibt auch keinen Bewerbungsverfahren im eigentlichen Sinne, sondern die Schüler können sich bewerben und die Akademie entscheidet anhand dem, wie sie sich beworben haben, ob sie die nimmt oder nicht. Das heißt, wir haben hier YouTube-Stars, wir haben hier Schüler, die ja, die bestimmte Sachen einfach besonders gut können oder auch einfach besonders kreativ sind. Also es sind jetzt nicht nur irgendwelche Intelligenzbestien dabei oder sowas, sondern einfach besondere Kinder, die was oder Schüler, die was Besonderes können. Und diese Schule gibt es schon lange und wir haben hier zwei Stränge. Wir haben einmal die Vergangenheit und einmal die Gegenwart. Die Vergangenheit spielt, lasst mich jetzt nicht lügen, ich meine in den 30er Jahren und ja, ich meine schon. Und die Gegenwart in der Gegenwart und wir springen dann hin und her, weil in der Vergangenheit ist ein Mordfall passiert, der nie richtig aufgedeckt wurde. Und wie ihr auch vielleicht in dem Titel seht, was geschah mit Alice, das habe ich gerade nicht vorgelesen.
dieses Mädel Alice ist halt nie aufgetaucht worden. Ist halt nie aufgetaucht worden, es ist nie aufgetaucht. Und wie Stevie damit verwickelt ist in dieser Geschichte und warum sie ja wissen möchte, was mit Alice passiert ist und all das, das erfahren wir in diesem Buch. Und ich bin sehr gespannt und bin sehr happy, dass wir dieses Buch lesen, vor allem wieder in der Lesegruppe. Es macht unheimlich viel Spaß. Und als letztes ein Buch, was ich jetzt schon fast zu Ende gelesen habe und fast nicht mehr in mein Current Reading passt, aber ich habe schon 10 Seiten. Deswegen packe ich es einfach doch nochmal hier rein. Es wird aber auch noch explizit in meinem Lesemonat erwähnt und ich finde es richtig gut. Ich glaube, ich habe ewig lange nicht mehr eine Dystopie gelesen, die mich gepackt hat und ich hoffe, dass der zweite und dritte Teil dasselbe mit mir machen kann. Manchmal bin ich einfach von den nächsten Teilen enttäuscht. Es war aber ein super Auftakt. Ich frage mich, warum ich nichts von diesem Buch gehört habe. Es handelt sich um Ursula Poznanskis Die Verratene. Ich habe ja jetzt nun 3 Bücher von Ursula Poznanski gelesen. Ich habe Attila gelesen. Aquila. Ach, Kinders, ich bin heute nicht auf der Höhe. Aquila habe ich gelesen. Das fand ich extrem gut. Ich habe Thalamus gelesen, das fand ich gar nicht gut. Und ich habe Erebus gelesen, das fand ich recht gut. Und dann dachte ich mir, ich kann Ursula Poznanski nicht aufgeben. Es gibt so viele Bücher von ihr. Ich muss auf jeden Fall probieren, weitere Bücher von ihr in die Finger zu bekommen und zu gucken, ob sie mir denn auf Dauer gefällt. Und ja, sie hat es jetzt schon wieder geschafft, mich auf ihre Seite zu ziehen, weil diese Dystopie gefällt mir sehr gut. Die Verratenen heißt der Auftakt der Trilogie. Ich frage mich, warum ich vorher noch nie was von den Büchern gehört habe, weil ich die sehr, sehr gut finde. Ich finde, es gibt so einen Touch Panem, auch wenn die Geschichte ganz anders ist. Und es ist auch so, dass man hier merkt, dass es eine Liebesgeschichte geben wird, aber die ist hier noch nicht so präsent, beziehungsweise nicht im Mittelpunkt, was mir sehr gut gefällt. Weil mich das ja dann immer ganz oft nervt, wenn Liebesgeschichten da so auftauchen, die irgendwie das ganze Buch einnehmen. Das mag ich nicht besonders. Mal gucken, wie es im zweiten Teil sein wird. Wir haben unsere Protagonistin Ria, die in einer sogenannten Sphäre lebt. Und wir erfahren relativ schnell, dass die Menschheit durch die dunkle Nacht, etwas, was in also Naturgewaltmäßiges passiert ist, zum größten Teil zerstört wurde. Man kann noch auf der Erde leben, aber es ist so, dass die Erde, dass es nur noch schneit, dass alles bedeckt ist von Schnee, dass es sehr kalt ist, dass es sehr schwierig ist, in der Außenwelt zu leben. Die Menschen, die in der Außenwelt leben, nennen sich Prims. Und die in diesen Sphären leben, das sind die Menschen mit den Chancen, mit den diejenigen, die privilegiert sind und die sich auch zusammensetzen aus schlauen Köpfen. Ria ist eine Studentin, ich glaube 18 Jahre ist sie alt, und zusammen mit 5 weiteren Studenten, das kann ich so nicht sagen. Also es ist so, dass hier 6 Studenten im Mittelpunkt sind und alle 6 haben besondere Fähigkeiten bzw. wurden in eine bestimmte Richtung ausgebildet. Ria zum Beispiel ist eine Expertin in Kommunikation. Sie kann wie niemand sonst Leute auf ihre Seite bringen, kann gut kommunizieren, kann gut Gedanken lesen. Also lesen im Sinne von nicht übernatürlich, sondern sie kann anhand von Mimik und Gestik gut sehen, was in dem anderen Menschen vorgeht. Und dann haben wir noch andere Studenten, der eine kann besonders gut malen, der andere ist sehr, sehr gut im Technischen. Dann haben wir noch eine Studentin, die sich mit Pflanzenkunde extrem gut auskennt. Und ihnen wird ihr ganzes Leben lang eingeflößt, dass sie da sind, um irgendwann wieder richtiges Leben auf der Erde zu schaffen. Also diese Sphären befinden sich auch auf der Erde, aber das sind halt Kuppeln, in denen die sich befinden und die sind halt von der Draußenwelt abgeschirmt. Und eines Tages hört Ria ein Gespräch mit, was sie nicht hätte hören dürfen und dadurch gerät ihre ganze Welt auf den Kopf und damit fängt das Abenteuer an. Ich finde es richtig, richtig spannend. Ich finde wirklich, bis jetzt hat es mich richtig gepackt. Ich lese jeden Abend und bin einfach sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch in die Hände bekommen habe. Es war zufällig, ich war in Köln in der Maische bei diesem Booktuber-Treffen, was wunderbar war, und habe es dann einfach instinktiv in den Händen gehabt und habe es mitgenommen. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh darüber, weil es mir echt gut gefällt. Und ich glaube, wenn ich da durch bin, werde ich den zweiten Teil, Die Verschworenen heißt der, als Hörbuch hören. Also ich glaube, das ist so der Plan. Naja, das zu den Büchern, die ich gerade lese. Und ich kann euch noch kurz sagen, dass ich von Simon Beckett gerade Verwesung höre. Ich habe noch Leichenblässe zwischendurch gehört diesen Monat.
Da erzähle ich euch im Lesemonat, wie ich es fand und auch bei Verwesung. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht in dem Currently Reading. Aber wie ihr merkt, habe ich, nachdem ich mir bei Kalter Asche nicht mehr so sicher war, zwei weitere Hörbücher angefangen. Das heißt, dass mir der dritte Teil relativ gut gefallen hat. Und zum vierten sage ich euch nochmal was. Es ist auch hier so, dass wir einen Kriminalfall haben, eine Leiche, die gefunden wird und oder mehrere Leichen. Und ja, der Plot ist hier so ein bisschen anders als in den anderen Geschichten davor, aber im Prinzip ist es immer wieder dieselbe Struktur. Macht mir aber gerade Spaß zu hören und ja, im Lesemonat erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Jetzt bin ich hier durchgerauscht und es sind trotzdem 20 Minuten vergangen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Einblick in die Bücher, die ich gerade lese. Vielleicht mögt ihr mir sagen, was ihr gerade lest, da freue ich mich immer drüber. Und ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich werde versuchen, bald dieses Unhaul-Video zu drehen. Also wenn ihr mal Tipps habt oder sowas, gerne her damit. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen wunderbaren Tag und sag einfach mal bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Danke.